braucht was. So, ein paar Impressionen unseres Tagesausfluges. Wir fahren jetzt schon seit knapp 3 Stunden. Wir hätten von Maisfeldern, Wald und Baustellen 2 Stunden von Maisfeldern und Wald und Baustellen begleitet. Es ist heiß ohne Klimaanlage und eng. Didi, deine Impression? Wunschlos glücklich. Passt alles, da übertreibt. Gero, deine Impressionen zu dieser Fahrt? Bis jetzt sehr trocken. Hä? Sehr trocken bis jetzt. Ja. Es gab nur ein Bier. Mike? Ja. Ja, was soll ich da groß sagen? Ne? Ja, unser Fahrer kann nicht fahren. Das Auto hat keinen Power. Da kann die den Weg nicht. Ja. Gut, dass wir unser Navi Frank dabei haben. Genau, ein Fahrer, der nach dem Weg fragen musste, also eigentlich ein Reiseführer. Und unser Reiseleiter schläft. Genau, und Jolanta ist, nein, Jolanta ist wieder wach geworden. Travel Guide. Sleeping. Mais, wohin das Auge blickt. Aber das Wetter spielt mit. Das ist schon mal die Hauptsache. Die Straße, wie man sieht, ist fast fertig. Naja. Sie ist als Straße ausgezeichnet worden in den Routenplanern. Nein, es gibt keine andere. Der Mangel an Alternativen lässt uns nichts weiter übrig, als hier lang zu düsen. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 10 km/h ungefähr im Schnitt. Da, man duckert da lang. Abenteuerurlaub.